Wissen Sie eigentlich, wo die Kleidung, die Sie gerade tragen, genau hergestellt wurde? Sehr wahrscheinlich in einem Land, in dem die Arbeitsbedingungen nicht besonders gut sind. Jetzt haben sich Mitglieder von Verdi mit Gewerkschaften aus Indien, Bangladesch und Sri Lanka über ihre Arbeitsbedingungen ausgetauscht. Lea Grote hat sich das Problem mal genauer angeschaut. Shoppen macht Spaß. Ein neues T-Shirt für die Party oder eine schicke Jeans. Aber woher kommen eigentlich die Klamotten in den großen Modeketten? Kambodscha. Als Studentin, ne? Irgendwas muss ich dann ja kaufen zum Anziehen. Ja. Türkei, Vietnam, China. Man weiß es im Prinzip, aber das ist nicht, worauf man zuerst guckt, sondern Preisschild, Qualität, ob es passt. Dann gehe ich zur Kasse und dann erinnere ich mich. Ich weiß, bei den ganz günstigen Taco Kick und diese ganzen Billigläden, dass die da produzieren. Aber ob nun, was weiß ich hier, Gary Weber und wie sie alle heißen, ob die nicht auch da produzieren, das weiß ich nicht. Also von daher ist es keine Garantie, wenn ich viel Geld ausgebe, dass die Sachen nicht auch da produziert werden. Indien, Bangladesch und Sri Lanka. Aus diesen Ländern kommen die Gewerkschafterinnen, die sich mit Verdi und den Betriebsräten der Modeketten Zara und H&M getroffen haben. Mit einer Aktion in der Fußgängerzone machte die Gruppe mit dem Namen Exchange-Netzwerk auf die Arbeitsbedingungen der Näherinnen aufmerksam. Niedrige Löhne, unmenschliche Arbeitszeiten und gefährliche Arbeitsorte sind längst nicht die einzigen Probleme. Sexuelle Belästigung, verbaler Missbrauch im Betrieb, manchmal auch körperlicher Missbrauch. Wenn du zur Gewerkschaft gehst oder eine gründen willst, haben sie es auf dich abgesehen und können dich dann sofort entlassen. Eine Forderung der Betriebsräteversammlung lautet deshalb, die Arbeiterinnen in den Produktionsländern sollen Gewerkschaften gründen dürfen. Nur etwa 2,6% des T-Shirt-Preises kommt bei der Näherin an. Und auf dem Weg dazwischen werden reichlich Gewinne eingesackt. Wenn man nämlich die Profite der Bekleidungshersteller anschaut, von H&M oder von Zara, dann liegen die bei 1,8 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr Reingewinn. Die Unternehmen haben die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen, die machen die großen Profite und deswegen greifen wir die an und üben Druck auf die aus. Die Verantwortung liegt also bei den Unternehmen. Aber woher weiß ich als Kunde, ob meine Kleidung unter fairen Bedingungen produziert wurde? Ein einheitliches Siegel für fair gehandelte Kleidung gibt es nicht. Hier im Allerweltsladen in Linden gibt es zum Beispiel Kleidung mit verschiedenen Siegeln, die alle für fairen Handel stehen. Diese Stücke kommen garantiert nicht aus Ausbeuterfabriken. Also ich weiß im Grunde genommen, dass die Zustände da zum Teil katastrophal sind. Also sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Bezahlung als auch die Sicherheit. Und deswegen finden wir eben den fairen Handel auch wichtig, weil nicht Leib und Leben und Gesundheit gefährdet sind durch die Arbeitsbedingungen. Für die fair gehandelte Kleidung müssten die Kunden dann allerdings auch etwas mehr Geld ausgeben. Das wäre anders, wenn die großen Modeketten mitziehen würden. Dann würde das Shoppen nicht nur dem Geldbeutel Spaß machen, sondern auch dem Gewissen.